Bevor die neue Episode von To Be The Change beginnt, möchte ich darauf hinweisen, dass ich einen Blog eröffnet habe, wo ich immer mal wieder meine Gedanken zu verschiedenen Themen aufschreiben bzw. verfassen werde. Und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn du auch mal vorbeischauen würdest. Poznan Kommissar, meine Freundin, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von To Be The Change. In der heutigen Episode geht es um meine Person, Christian Frank alias Cranky Raw. Und da möchte ich mich persönlich erstmal vorstellen bzw. kurz nochmal meinen Hintergrund erläutern. Also, im Jahr 2017 habe ich mich entschieden, die Rohkostreinigung durchzuführen. Ein wirklich langwieriger Prozess, der mein ganzes Leben geprägt hat. Der Grund, warum ich mit der Rohkostreinigung begonnen habe, war einerseits die Umweltaspekte. Das heißt, ich habe mich immer mehr mit unserer Umwelt beschäftigt. Ich wollte einfach hochwertige Lebensmittel konsumieren. Deswegen bin ich auch vegan und einfach ja, chemiefrei und so pestizidfrei wie möglich zu leben, um einfach im Einklang mit der Natur und in Harmonie zu leben. Zugegeben ist es nicht ganz so reibungslos verlaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Einerseits war ich sehr getrieben von meinem Perfektionismus. Das heißt, am Anfang wollte ich halt einfach so gesund wie möglich sein, lange leben und einfach so viele Dinge, wie es irgendwie möglich geht, in meinen Tag hineinstopfen, sage ich mal, und habe dabei nicht auf meinen Körper gehört. Ich habe meinen damaligen Konkurrenzgedanken habe ich mich mit anderen messen wollen. Ich wollte besser sein als sie und habe auch wenig auf Entspannung und Erholung geachtet, und da ist es halt wirklich im Februar und im Juli zweimal wirklich kritisch geworden. Nun bin ich halt wirklich dabei, mein Dao wiederzufinden und ein glückliches und harmonisches Leben anzustreben. Wie gesagt, habe ich die Rohkostreinigung während meines Studiums begonnen. Da ist bei mir der Aufwachprozess gekommen, weil ich dann einfach gemerkt habe, dass in unserer Gesellschaft viele verschiedene Sachen nicht gestimmt haben. Und da habe ich mich einfach in viele verschiedene Themen eingelesen, wie zum Beispiel unser Geldsystem, die Pharmaindustrie und allgemein unsere Gesundheit, unsere Ernährungsweise und wie wir mit unserer Natur umgehen. Davor war es halt so, dass ich ein Fachabitur hatte bzw. absolviert habe und dann mein Wirtschaftsinformatik-Studium begonnen habe, und da hat sich natürlich mein perfektionistisches Denken auch entwickelt. Ich war einfach der Auffassung, dass ich immer der Beste sein muss. Ich habe sehr viele Erwartungen an mich gestellt. Natürlich auch hat die Umwelt beziehungsweise mein Umfeld sehr viele Erwartungen gestellt, und ich wollte immer der Beste sein, ich wollte immer die besten Noten haben. Und die Folge war einfach, dass ich meine Schule, Fitness und natürlich auch die gesellschaftlichen Kontakte alles unter einen Hut bringen wollte und wenig Erholung hatte, war einfach viel Stress und ab und zu mal auch Demotivation und zum Schluss natürlich auch einen gewissen Burnout und der Absturz die Folge. Und ich habe meine Tätigkeiten einfach nicht mehr mit Spaß und Liebe gemacht, sondern einfach dem Geld, Geldeswege und der Anerkennung und einfach dem Erfolg. Nach meinem zweiten Absturz und der Eröffnung dieses YouTube-Kanals bin ich ganz froh, mich der Selbstversorgung zu widmen, und im letzten Sommer
mal Urproduzent in meinem Dorf, Herr Peter Wintermeier, mir die Gelegenheit gegeben hat, ihn freiwillig zu unterstützen bei seiner Feldarbeit, wo ich in der frischen Luft, in der Natur, in der Sonne glücklich für das Feld bearbeiten durfte, hacken, ernten und einfach mit Pflanzen und, wie bereits erwähnt, mit dem Wald und der Natur in Kontakt gekommen bin und er mir einfach schrittweise das Gärtnern näher bringt und es mich einfach erfüllt mit Spaß und Freude. Und dafür bin ich ihm wirklich sehr dankbar und diesen Weg möchte ich auch einschlagen und einfach ein harmonisches und glückliches Leben führen. Und dieses glückliche Leben möchte ich im Rahmen des achtfachen Pfads des Buddhismus durchführen. Einerseits die rechte Ansicht, das heißt, ich möchte die absolute Wahrheit finden, mich nicht mit Hilfe der subjektiven Wahrnehmung, die natürlich auch eine Täuschung sein kann, wirklich die absolute Wahrheit finden und mich nicht mehr von Lügen oder von falschen Weltanschauung täuschen lassen. Natürlich auch die rechte Gesinnung. Das heißt, ich möchte aus Überzeugung handeln. Ich möchte nicht in diese Täter-Opfer-Rolle sozusagen hineingleiten und Dinge erledigen, damit ich wieder Anerkennung von anderen erhalten habe. Ich möchte aus Überzeugung handeln und einfach mit mir im Einklang und Glück sein. Natürlich auch rechte Rede, das heißt, ich möchte die Wahrheit sprechen, ich möchte nicht lügen, ich möchte aufpassen, welche Worte ich verwende, damit ich mein Gegenüber nicht demotiviere, nicht angreife oder gar verletze, denn Worte sind wie Projektile. Dann kommt es zum rechten Tun. Ich möchte Verantwortung für die Sachen übernehmen, beziehungsweise für die Tätigkeiten, die ich vollübe und dabei zum Wohle der Gesellschaft im angemessenen Maße und natürlich auch der rechte Lebenserwerb. Ich möchte meinen Lebensunterhalt mit den Tätigkeiten verdienen, in der ich nicht die Gesellschaft schade, in der ich nicht andere belüge, andere Lebewesen töte, andere ausbeute oder sonstige Tätigkeiten durchführen muss, in denen ich zum Beispiel lügen oder betrügen muss. Und dabei ist es mir ein ganz wichtiges Thema, welches ich auch ansprechen möchte. Zum Beispiel, weil hier viele verschiedene, weil hier Künstler auch auf Affiliate-Links angewiesen sind. Ich zum Beispiel auch. Und dabei möchte ich auch nochmal mich entschuldigen, dass ich für Amazon diese Promotion gemacht habe und das machen leider auch viele andere Rohköstler in dieser Szene bzw. YouTube, dass sie halt, wie gesagt, Promotion für Amazon machen. Einen riesigen Konzern, der zumal seine Mitarbeiter wirklich schlecht behandelt. Dort gibt es wirklich strenge Kontrollen, zum Beispiel wann ein Mitarbeiter in die Toilette geht. Da gibt es viele verschiedene Auflagen und ja, lohnabhängige Arbeit. Das heißt Margen, in denen die Mitarbeiter verschiedene, ja, ihre Arbeitspensum durchlaufen müssen. Die werden ständig unter psychischen Druck versetzt und so eine Firmenpolitik bzw. so einen riesigen Konzern möchte ich einfach nicht unterstützen, zumal auch immer wieder kleinere Einkaufsläden wie zum Beispiel der kleine Buchladen um die Ecke dadurch auch zugrunde gehen. Und da ist wirklich mir ein wichtiges Anliegen, dass ich ja einfach kleine Unternehmen unterstütze, kleine Geschäfte unterstütze und mit den Leuten persönlich auch rede, die auch wirklich was aufbauen, die der Umwelt und der Natur etwas zugutekommen und auch die Gesellschaft
unterstützen. Und da ist es mir wirklich auch wichtig, wenn, dass du so wenig wie möglich Amazon verwendest, um deine Produkte zu kaufen, sondern einfach mal in die Innenstadt gehst, zu dem Buchladen um die Ecke, dort mit den Leuten redest und dort deine Sachen erwerbst. Oder auch zum Beispiel zu dem regionalen Produzenten, zum regionalen Landwirt zum Beispiel auch hingehst und von ihm dort deine Lebensmittel kaufst, von denen du weißt, dass er diese mit Bedacht und im Einklang mit der Natur und ökologisch anbaut. Das ist mir zum Beispiel ein wichtiges Anliegen. Die zwei letzten Prinzipien des achtfachen Pfades ist zum Beispiel die rechte Anstrengung. Das heißt, ich möchte meine Tätigkeiten mit vollem Bewusstsein durchführen, mit Gewissenheit, mit Spaß und Freude. Und natürlich auch möchte ich Mitgefühl mit anderen entwickeln. Das heißt, wenn sie entsprechendes Leid haben, ihnen zuhören und diese dabei unterstützen, aus diesem Leid herauszukommen und Glück zu finden. Und natürlich möchte ich auch Mitfreude entwickeln. Das heißt, ich möchte am Glück anderer teilhaben, ihnen das nicht vorwerfen oder gar schlecht reden, warum sie Erfolg haben und ich nicht. Ich möchte mich einfach für meine Mitmenschen freuen. Und zum Schluss auch die rechte Achtsamkeit. Das heißt, ich möchte meinen Geist erweitern, ich möchte mein Bewusstsein erweitern. Ich möchte mithilfe der Meditation einfach auf eine höhere Ebene der Spiritualität kommen. Ich möchte nicht mit Multitasking viele verschiedene Dinge auf einmal machen, sondern ich möchte einfach die Dinge bewusst tun. Egal was ich mache, egal ob ich abwasche, meditiere, meine Tai-Chi-Übungen machen. Ich möchte einfach bewusst und mit Freude meine Dinge erledigen. Und dabei hilft mir zum Beispiel tiefes Einatmen. Diese Prinzipien bzw. diesen achtfachen Pfad möchte ich verfolgen und dieser bildet für mich eine Grundlage für ein glückliches Leben. Die Veränderung beginnt vor der eigenen Haustür im kleinen Rahmen und ich möchte hier als Beispiel vorangehen, wie ein harmonisches und glückliches Leben ausschauen kann. In diesem Sinne, sei der Wandel, den du sehen willst. Wir sehen uns in der nächsten Episode von To Be The Change. Bis dahin. Ciao.